Hallo liebe Rasenfreaks, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Ein Rasenfreak will's wissen. Ich bin wieder da. Ich habe eine schwierige Phase hinter mir. Lassen wir das vergangene Vergangenheit sein. Schauen wir nach vorne, schauen wir auf den Frühling, der nun bald kommt. Und ich habe mir gedacht, was mache ich als nächstes? Welches Thema bringe ich als nächstes für euch? Und ich habe mich für die Disturbance-Theorie entschieden. Letztendlich übersetzt heißt das, wie bekämpfe ich nachhaltig und langfristig die Poa-Anua? Das werde ich heute wieder in einer epischen PowerPoint-Präsentation, oder eigentlich ist es Keynote, weil ich Apple habe, in einer epischen Präsentation erklären. Also holt euch einen Kaffee, holt euch ein schönes Glas Rotwein oder holt euch ein Glas Bier, egal wann und wo ihr das schaut. Ich freue mich, dass ich hier wieder fit bin und euch dieses nächste Thema präsentieren kann. Also bleibt dran, es wird hoffentlich spannend. Yeah! So, lieber Rasenfreaks, dann legen wir mal los. Ich hoffe, der Ton läuft. Ich hoffe, die Kamera hält durch. Ich hoffe, die Präsentation passt jetzt. Ich habe da echt wieder richtig drin rumgebastelt. Okay, ich hoffe, meine Stimme hält. Die ist immer noch so ein ganz bisschen belegt, aber geht schon ziemlich gut. Okay, also starten wir. Auf die Plätze, fertig, los. Ich gehe auf Vollbildmodus und das ist mein Titelbild hier. Ich habe ja sehr viele Themen schon veröffentlicht. Heute machen wir halt das Thema Disturbance-Theorie. Und ja, was heißt das eigentlich? Die Disturbance-Theorie, also Störung. Bitte nicht stören, ist ein so ein Schlagwort dieser Theorie. Ja, es ist eine Theorie. Es geht um einen Ansatz und ich erkläre, wie es dazu gekommen ist. Ja, was machen wir heute? Rasenpflege heute heißt häufiges Mähen. Also wir mähen tatsächlich sehr viel. Ich muss noch dazu sagen, dieses ganze Thema bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf Golfplätze, vor allen Dingen auf Golfplatzgrüns. Ich bin der Meinung, das ist aber auch übertragbar auf unsere Rasenflächen. Ich kenne viele ja von euch, die auch schon mit der Festuca experimentieren. Und darum geht es tatsächlich. Jetzt habe ich es verraten. Andreas, ey, fangen wir mal von vorne an. Nein, wir machen weiter. Also, häufiges Mähen ist ein Thema. Hoher Düngerbedarf ist ein Thema. Häufiges Wässern ist natürlich auch in dem Zusammenhang sehr beliebt und auch notwendig. Und die intensive Nutzung, die intensive Belastung der Rasenflächen ist ein Thema, was wir heute bei unserer Rasenpflege haben. Und das Ergebnis ist die Poa-Anua. Wir züchten damit die Poa-Anua und genau darum geht es bei der Disturbance Theory. Man hat sich damals gefragt, was kann man tun? Was kann man tun, um dieses Problem mit der Poa-Anua, vor allen Dingen auf Golfplatzgrüns, zu verändern? Wir haben heute tatsächlich bis zu 75% Poa-Anua auf den kurzgemähten Flächen unserer Golfplätze. Und da will man schon lange von wegkommen. Und diese Disturbance-Theorie setzt sich immer weiter durch. Das hat so begonnen 1960, 1970, so alt ist das schon, ist dann das erste Mal so richtig etabliert worden und angewendet worden in England. Hat interessanterweise dann in Dänemark ganz großen Anklang gefunden, ist da also sehr flächendeckend eingeführt worden. Also die dänischen Golfplätze arbeiten ganz, ganz oft nach der Disturbance-Theorie. Und es geht immer weiter. Und heute sitzt hier steht hier der Rasenfreak und erzählt euch, die ja ihr eigentlich im privaten Bereich euch für Rasenpflege interessiert, so ein bisschen mehr interessiert vielleicht, was das eigentlich heißt. Genau. Die Frage ist tatsächlich, die man sich damals gestellt hat, wie funktioniert eigentlich die Rasenfläche oder wie hat die Rasenfläche in den Anfängen des Golfspiels funktioniert? Was haben damals die Greenkeeper gemacht? Und ja, was machen wir eigentlich heute? Und tatsächlich wird diese ganze Theorie zurückgeführt auf Old Tom Morris. Old Tom Morris war eine Ikone des Greenkeepings, ein Greenkeeper und Golfspieler, der am ältesten Golf
Platz der Welt in St. Andrews in England gearbeitet hat. Und da kommt diese ganze Geschichte her. Und der hat wirklich sehr bahnbrechende Erkenntnisse damals schon gehabt. Und diese Erkenntnisse sind quasi wieder ausgegraben worden und werden heute angewendet. Das ist hier ein wunderbares Bild von diesem Golfplatz St. Andrews. Wer jemals in den Genuss gekommen ist, da zu spielen, ja, wird das wohl nie vergessen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich kenne aber so ein paar Golf-Kumpels, die da schon gespielt haben. Es ist unwahrscheinlich teuer, da zu spielen. Aber es soll wohl ein echtes Erlebnis sein. Ja, also das sind sogenannte Links-Golfplätze. Und was man da natürlich herausgefunden hat, ist diese Golfplätze direkt an der Küste gebaut, da in den organisch armen Bereichen der Küste, in den sandigen Bereichen, in den Dünen. Da gibt es natürlich vor allen Dingen Sand und das sind auch dann in der Regel kalkarme Sande, die dafür sorgen, dass es eine extrem gute Drainage, also eine sehr gute Wasserableitung gibt. Und es gibt grundsätzlich einen niedrigen, schwachen Bewuchs und ja, diese Rasenflächen wurden tatsächlich auch früher nicht intensiv genutzt. Da wurde ja nur ganz selten gemäht. Da hat man natürlich versucht, das Gras möglichst langsam wachsen zu lassen. Und diese ganzen Dinge, die damals eigentlich in den Anfängen des Golfsportes in England ja üblich waren, die hat man wieder herausgegraben und hat daraus eine Theorie entwickelt, wie man heute tatsächlich gegen die Poa-Anua vorgehen könnte oder vorgehen sollte. Ja, hier ein zweiter schöner Golfplatz. Und das eben Wichtigste ist an der ganzen Sache, was wachsen eigentlich da für Gräserarten? Und das ist tatsächlich der Rotschwingel. Das ist die Festuca rupra. Im Englischen heißt dieses Gras fein Fescue. Und das fühlt sich tatsächlich in solchen Gegenden ganz besonders wohl. Und ja, und ahnt ja schon, was passiert. Und das hat man natürlich dann übertragen auf heute moderne Golfplätze. Also man ist weggegangen von der Agrostis solonifera, von der Lolium paeana, von der Poa pratensis und hat tatsächlich auf vielen Golfplätzen das schon geschafft. Das ist hier Ernie Hills, ein Golfplatz, auf dem die US Open 2017 gespielt wurden. Ein reiner Festuca, Fine Fescue, also Festuca rupra Golfplatz. Und genau, da habe ich es nochmal aufgeschrieben. Und das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das schick findet oder nicht. Aber ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, das Konzept. Was ist denn nun eigentlich das Konzept? Das Konzept bezieht sich zum einen auf die Umwelt- und Standortbedingungen. Man muss sich also natürlich genau angucken, was habe ich für Bodenzustände an dem Ort, an dem ich meine Vegetation wachsen lassen will. Und dann ist das Entscheidende, die Lebensbedingungen für eben ganz bestimmte Gräser so zu gestalten, dass diese Gräser sich wohlfühlen und die anderen Gräser sich nicht wohlfühlen. Also die Umwelt- und Standortbedingungen für die Gräser sind ganz entscheidend. Und dann muss man nachhaltig diese Lebensbedingungen für die Gräser beeinflussen, anpassen und auch durchhalten, komme ich gleich noch zu, damit das dann auch langfristig funktioniert. So, die Hauptfaktoren der Disturbance Theory. Ich versuche es mal auf Englisch auszusprechen. Ihr könnt ja immer hier so ein Smiley reinhauen, wenn ich das nicht mache. Die Faktoren sind dann einmal das Thema Stress, erkläre ich gleich, dann das Thema Störung und dann das Thema Wettbewerb. Ja, was heißt denn nun eigentlich Stress? Ihr seht rechts meine Südkante. Die ist gestresst, denn Stress bedeutet Wassermangel, Stress bedeutet Nährstoffmangel, Stress bedeutet Versauerung, also ein niedriger pH-Wert, um die 5 bis 5,5 und ein durchaus auch sehr hoher Salzgehalt im Boden. Das bedeutet Stress und gerade der Nährstoffmangel, also gerade die Stickstoffversorgung, erzeugt den höchsten Stress bei Rasengräsern. Das zweite ist der Begriff Störung, ich habe schon getrunken hier. Der zweite Begriff ist die Störung. Was ist Störung tatsächlich? Wird das Gras besonders stark belastet, wenn man viel mäht, wenn man viel darauf rumläuft, also rumläuft, fährt, wenn man das Gras
oder die Boden oder, den, oder die Rasenfläche sehr stark bearbeitet, vertikutiert, grumert. Aerifizieren ist auch Stress und das, sogar das Topdressen ist Stress. Wenn man das bewertet, erzeugt tatsächlich das Mähen den höchsten Stress für die Gräser. Das denke ich, ist auch klar. Da wird natürlich immer was vom Gras abgeschnitten. Das Gras muss die Schäden wieder reparieren. Und das ist mit Abstand der höchste Stress. Dazu kommt dann vor allem das Thema Belastung, also drauf spielen, drauf rumfahren, drauf rumtreten, mechanisch bearbeiten. Das ist Störung für die Rasenfläche. Das sind da Begriffe, die man in dieser Theorie eingeführt hat. Das dritte ist der Wettbewerb. Es gibt, wie ihr vielleicht auch alle wisst, tatsächlich konkurrenzstarke Gräser. Natürlich allen voran die Poa-Anua. Diese Poa-Anua, die setzt sich in jede Lücke. Die hat eben diese besondere Fähigkeit, genau wie die Hirse, sich über die Blüte zu vermehren. Und dadurch ist sie halt überall da. Auch die Agrostis stolonifera, ich habe da ja ein schönes Video mal zu gemacht, hier zu meiner Agrostis stolonifera Problematik. Auch die ist sehr dominant, die bildet oberirdische Ausläufer und die sorgt dafür, dass alle anderen Gräser verdrängt werden. Auch die Poa supina ist so ein sehr konkurrenzstarkes Gras. Und genauso die Poa trivialis, wenn man die im Rasen hat, ist vorbei. Die Lilium perenne kann auch sehr dominant sein, wenn man immer wieder nachsieht. Dann ist das ein sehr, sehr konkurrenzstarkes Gras, das sich gegenüber anderen Gräsern behauptet. Demgegenüber ist tatsächlich die Festuca rubra ein sehr konkurrenzschwaches Gras. Die haut also eher ab, wenn andere Gräser stark und dominant sind und... Und das ist ein Problem. Und genau da greift man jetzt an bei der Disturbance-Theorie. Man hat also eine Strategie entwickelt und die lautet tatsächlich Stress erzeugen, weil das mag die Poa anua nicht. Störung reduzieren, damit die Festuca sich wohlfühlt und dafür sorgen, dass die anderen Gräser nicht dominieren. Und genau wie tut man das? Also das Erste ist tatsächlich die richtigen Voraussetzungen auf seiner Fläche schaffen. Auf Deutsch gesagt die richtigen Bodenverhältnisse, den pH-Wert auf die richtige, ja, auf das richtige Niveau bringen, also in den sauren Bereich bringen, zwischen 5 und 5,5, für einen wirklich sandigen, gut wasserdurchlässigen Boden sorgen und dann natürlich die gewünschten Gräserarten aussehen, sprich also die Festuca rubra Arten in der Rasenfläche aussehen und auch immer wieder nachsehen. Dann muss man tatsächlich, und da gibt es sogar sehr extreme Ansätze, da muss man tatsächlich die Poa anua sehr, sehr stark unter Druck setzen durch Stickstoffmangel, durch wirklich wenig Stickstoff pro Jahr. Man spricht tatsächlich in manchen Kreisen von 5 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr. Auch die Wasserversorgung muss sehr stark kontrolliert werden, sehr stark zurückgefahren werden, dafür gesorgt werden, dass die flachwurzelnde Poa anua tatsächlich austrocknet. Das ist das Zweite, wirklich, was man zum Thema Stress tun muss. Das hält die Festuca rubra sehr gut aus. Und die Poa anua haut dann tatsächlich hoffentlich ab. Ja, und dann muss man tatsächlich seine Fläche sehr schonend behandeln. Wenn man natürlich, wie ich, gerne viel mäht, ist das schon ein gewisses Problem. Wenn man natürlich denkt, man muss viel vertikutieren, man muss viel lüften, man muss viel grumern, man muss also viel mechanisch auf seiner Fläche tun, dann haut die Festuca rubra ab. Das mag sie nicht. Und man muss tatsächlich Geduld haben. Man muss diesem Pflegekonzept treu bleiben. Man muss einen langen Atem haben, man braucht Zeit und man braucht wirklich auch Gelassenheit, weil die Fläche erstmal vielleicht 1-2 Jahre sogar nicht gut aussieht. Das braucht wirklich Zeit, bis die Festuca rubra sich etabliert und dann verschwindet tatsächlich die Poa anua. Das ist das Konzept der Disturbance-Theorie. Und zum Rotschwingel ist natürlich jetzt auch noch zu sagen, dass das ein ganz besonderes Gras ist, das möglicherweise nicht jeder schön findet. Es ist nämlich sehr, sehr feinblättrig, so fast borstenartig, also hat so ganz feine Blätter, ist aber dunkelgrün, sieht also schon sehr schön aus, mag eben, wie schon eben gesagt, überhaupt nicht nasse Böden. Wenn der Boden natürlich erstmal viel Organik hat, viel Nährstoffe hat, viel Stickstoff hat, dann... freuen sich die anderen Gräser und die Festuca sagt, nö, da sind mir die Konkurrenten zu stark.
Die Festuca wächst nur sehr langsam. Das kann man natürlich auch als Vorteil sehen. Man braucht nicht so oft mähen. Man hat länger eine schöne gemähte, kurzgeschnittene Rasenfläche, wenn das Gras jetzt mal da ist. Und sie mag eben keine Belastung. Und das ist natürlich gerade bei Sportplätzen ein Riesenproblem. Deswegen funktioniert das auch auf dem Sportplatz nicht. Auch auf Spielwiesen funktioniert das tatsächlich nicht wirklich. Und auf unseren Rasenflächen funktioniert das nur, wenn da nicht so viel drauf rumgetobt wird. Das muss man wissen. Da wird auch die Festuca dann abhauen. Also man sieht das immer sehr schön da, überall, wo die Laufwege sind. Da ist eher die Lolium perenne. Und da, wo in den Rändern niemand hintritt, da tatsächlich findet man die Festuca rubra. Ja, und tatsächlich, ich habe schon gesagt, man muss die Festuca rubra mögen. Und dann kann man tatsächlich auch solche wirklich tollen Golfplätze erzeugen. Der Sieg über die Poa ist möglich, über die Poa Anua, aber mein Motto lautet an dieser Stelle: Liebe die Festuca, sonst lass es lieber. Genau, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, gerade über die, das Management, die Pflege der Festuca rubra, dem Rotschwingel, dem Fine Fescue oder Red Fescue Gras, dann empfehle ich euch leider diese englische Literatur. Da ist sehr, sehr ausführlich beschrieben, wie man mit der Festuca rubra umgehen sollte. Und ja, es ist ein sehr interessantes Buch. Ich bin tatsächlich jetzt schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Ansatz ist auf eurer Rasenfläche, welche Gräser ihr toll findet und warum. Ich lese mir das alles durch und dann freue mich auf euch im nächsten Video. Ich sage Dankeschön, danke fürs Zuschauen, bleibt dran, abonniert mich gerne, das hilft mir, da freue ich mich drüber und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!